Ja, servus Leute und herzlich willkommen zur wenig virtuellen, dafür umso mehr realistischen Landwirtschaft. Jetzt kriege ich bestimmt gleich wieder Ärger. Das heißt gleich wieder, ich mache hier jemanden nach. Derjenige, den ich nachmache, der weiß Bescheid. Heute geht's endlich los. Lange drauf gewartet. Viele haben sich schon gewünscht. Ich meine, das Kartoffelgraben hatten wir jetzt letzte Woche Freitag. Und jetzt in diesem Mal Freitagsvlog. Also jetzt aktuell ist es bei mir Dienstag. Jetzt in diesem Freitagsvlog kommt dann endlich mal das Miststreuen dran. Und das wird gemacht. Da brauche ich auf alle Fälle den IHC dafür. Und bitteschön, ich habe es ja bei der Radladevorstellung gesagt. Der Radlade ohne Dach beim nächsten Mal zeige ich ihn euch. So sieht es aus. Ja, irgendwie ziemlich traurig. Cabrio-Feeling auf dem Lade. Also mit Dach schaut er doch irgendwie besser aus. Und vor allem, wenn man droben sitzt, das fühlt sich auch sicherer an. Der Bruder braucht eine Arbeit zum Arbeiten und da muss das Dach runter, weil er unter Bäume durch muss. Und da ist mit Dach ist er zu hoch. Ja, so schaut das Ding auf alle Fälle ohne aus. Den braucht er. Und ich werde jetzt erst einmal mit dem IHC und mit dem Kramer zusammen die Scheune ausräumen. Wir brauchen ganz hinten im allerletzten Karpuff den Miststreuer. Der steht leider nicht vorne dran. Schön wär's. Aber wir kommen da schon hin. Machen wir erst einmal die Tore auf, lassen ein wenig Licht rein. Zack. Ach, übrigens, das Planierschild ist verkauft. Hier ist jetzt Platz. Endlich geht das Tor wieder anständig auf. Ja, das ist am Samstag abgeholt worden. Ist jetzt weg. Auch ganz froh drum. 250 Euro. Verkauft. Besser als wenn es auf dem Schrott gelandet wäre. Bin ich auch ganz froh drum. So, ja. Wie man sieht, Kippe, Presse, Häcksler, Schwade, Ladewagen. Und ganz da hinten steht mein Krüger Mischstreuer. Und ganz da hinten müssen wir rein. Also legen wir mal los und reden gar nicht lange rum.
So, wir haben es endlich geschafft. Alles draußen aus der Scheune. Ja, eine Menge Zeug. Häcksler steht da. Fresse und Schwade da hinten. Schwade geht per Hand. Ist zwar ein bisschen Ablackerei, aber bevor ich da 10-mal ab und an hänge, da mache ich das auf die Schnelle. Ja, da unten habe ich den Kipper hingestellt. Und da oben den Kramer mit dem Köhlerlademagen. Da hat er mich auch nicht. Bleibt ja nicht lange draußen stehen. Schön bleiben soll es die nächsten Tage eigentlich. Hoffen wir es mal. Ja. Und hier jetzt das ganze Gespann. Unser Krüger Miststreuer. Und ohne IHC. Ja, und wer jetzt sagt, ohne IHC, der ist ja unterfordert mit dem Streuer. Klar, das stimmt. Der Miststreuer, der wäre theoretisch möglich an einem 28 PS Schlepper zu betreiben. Überhaupt kein Thema. Normalerweise würde ich jetzt sagen, ich hänge da an der Krame. Aber das kann ich leider nicht machen. Dieser Versuch wurde zweimal hintereinander gestartet und zweimal hintereinander ist die Kurbelwelle am Krame abgerissen. Und ja, dann hat mir irgendwann nochmal gesagt, nee, das lassen wir bleiben, machen wir nicht mehr. Funktioniert halt einfach nicht. Bei uns war halt die nächste Instanz, damals ist halt schon die Lanz angeschafft worden. Zum Mist streuen, dann war Ruhe, dann gab es da keine Probleme mehr. Der ist aber dann irgendwann weggekommen und für die richtig schweren Arbeiten ist der IHC gekommen. Und dann ist halt der vor den Miststreuer gekommen. Ja, und so ist es halt nun. Ja, was muss ich jetzt an dem Streuer hier machen? Ganz klar, hinten hat sich eine Walze ausgehängt. Die muss ich wieder einhängen. Da muss ich bloß das Gitter hier mal lösen. Und die dann wieder an ihren Ort bringen. Abgefettet war er eigentlich, wie er eingelagert worden ist letztes Jahr. Ja, hier gehört er da eigentlich auch schon wieder geschweißt. Da fehlt auch schon wieder ein Streueisen. Das ist halt nicht mehr der neueste, muss man dazu sagen. Überall ist er kaputt gebrochen. Ja, das ist das alte, wie gesagt, das ist keine neue Maschine. So sieht das Ding auf alle Fälle aus. Ja, und was ich noch machen muss, hier auf dem Anhänger, auf dem Miststreuer, steht noch eine Karosse. Die Savanne-Palette, die muss noch runter. Aber da brauchen wir erst den Radlader dazu und den hat aktuell mein Bruder. Der ist irgendwo da oben unterwegs. Jetzt müsste er wieder heimkommen und dann kann der die mit dem Radlader gleich runterheben. Und das bereite ich jetzt da mal schnell vor. Ja Leute, es ist jetzt Mittwoch früh, 19. September. Und ich würde sagen, jetzt lassen wir es krachen. Ich bin seit heute Morgen um 6 unterwegs. Ich habe meinen Stall unten noch sauber gemacht bei den Hühnern. Ich habe den Pferdestall sauber gemacht, dass ich den Mist komplett zusammen habe. Ja, das Wetter ist ein bisschen unbeständig, es tröpfelt fort, ne? Und da muss ich natürlich fertig werden, weil das da sollte vielleicht nicht unbedingt klatschnass werden, will ich nicht gewaschen haben. Also zumindest die Presse möchte ich nach Möglichkeit wieder im Stadl haben. Und darum legen wir jetzt los. Ich habe vorher noch am IHC ein bisschen was schweißen müssen. Da war hinten ein Eisen weggerissen und ja, da suche ich für den Krüger Miststreuer hin drei neue Streuwalzen. Also früher oder später werde ich da definitiv welche brauchen, komme ich gar nicht umhin. Ja, so ist die Sache halt, so sieht's aus. Ich meine, das Ding ist nicht mehr das Jüngste, ist ja auch schon uralt, aber das kriegen wir hin. Gestern Abend habe ich beim IHC noch eine Kleinigkeit ausgetauscht. Das werdet ihr sehen am IHC, vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Ich sage nur vorne an der Schnauze einfach mal gucken, so den Unterschied. Und jetzt würde ich sagen, ich bin gerade hinten gewesen, habe den IHC zum Misthaufen gestellt, bin wieder heimgelaufen, ist ja nicht weit. Und jetzt schnappen wir uns den Radlader und dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir den Mist rausbringen, bevor das hier wirklich richtig das Pissen angeht, das muss nicht sein. So, der Radlader ist jetzt mit hinten, da steht das gute Stück, Radlader und da noch einmal der Miststreuer mit dem IHC. Und so würde ich sagen, arbeiten wir jetzt einfach mal.
So, die erste Ladung haben wir drauf. Ja, ist noch nicht so arg voll geknallt, gebe ich zu, das waren jetzt 4 Schaufeln. Ich taste mich erst einmal wieder langsam ran an die Menge, die ich brauche. Die Problematik ist nämlich ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, dass hinten die Bordwände voneinander drücken, wenn er zu voll wird. Und wenn die hier auseinander drücken, dann kann es passieren, die heben dabei das Eisen mit nach oben raus, das ist schon passiert. Und dann hast du richtig Kino, weil dann hast du nämlich die ganzen Walzen da mit rausgenommen, weil wenn du die Eisen hier nach oben rausnimmst, fallen die Walzen raus. Hatten wir auch schon, wird interessant dann. Ja, nee, das muss nicht sein, riskieren wir nicht. Ja, jetzt fängt es wieder das Regnen an. Ich sage ja, da kommt was, eindeutig. Und dann würde ich sagen, jetzt legen wir mal los. Den Kratzboden muss ich mir da noch einstellen, die Geschwindigkeit. Da muss ich erst noch mal gucken, da taste ich mich auch immer langsam ran. Ist mit dem Hebel hier einzustellen. Je weiter ich eine vordue, desto mehr kann ich eine ausschalten. Und je weiter ich eine nachlasse, desto schneller läuft der Kratzboden. Ich würde sagen, die Geschwindigkeit hier mal. Und dann werden wir ja gleich sehen, was passiert. Pleiten, Pech und Pannen, ja, das ist jetzt kacke. Da liegt nämlich was drin, was da nicht liegen sollte. Ein netter, schöner Sandstein. Ja, das ist jetzt Mist, den muss ich jetzt rausholen. Ich freue mich. Thank you.
der gesamte Mist ist ausgebracht, wie man hinter mir sieht, der Misthaufen ist eingeebnet, ist nichts mehr da. Nur noch der mit dem Kürbis. Der IHC mit dem Streuer steht schon vorne, jetzt fahren wir den Radlader noch an. Und dann hätten wir die Arbeit auch erledigt. Ja, und da haben wir schon wieder Donnerstagmorgen. Und ja, gestern Abend, ich habe den Miststreuer dann natürlich noch gründlich gewaschen, den Radlader gründlich gewaschen, den IHC haben wir gründlich abgewaschen, dass das alles sauber war. Den Miststreuer habe ich dann trocknen lassen und habe ihn anschließend mit einer Mischung aus Motor- und Getriebeöl eingesprüht, dass das Holz einfach dann schön gepflegt ist und nicht so arg austrocknet. Ich habe den natürlich vor dem Einsprühen trocknen lassen, ganz klar, sonst macht das wenig Sinn. Ja, das auf alle Fälle gemacht. Davon habe ich kein Video mehr gemacht, weil man denkt, es wird zu umfangreich. Und das nächste ist, wie man da danach ausschaut, könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man das Ding geputzt hat. Ist nun mal ein Drecker der Arbeit, aber es ist gemacht. Ja, so viel dazu. Das war auf alle Fälle das Miststreuen. Jetzt geht es dann ans Ackern noch. Heute soll es laut Wetterbericht noch regnen. Also momentan schaut es zwar noch nicht so aus, aber von Mainlois raufwärts, da ziehen ein wenig graue Wolken. Das wird wunderbar passen. Und ja, dann vielleicht aufs Wochenende oder Anfang nächster Woche, dass ich dann spätestens agge. Je nachdem, vielleicht hat auch der Vater ein wenig Zeit oder was. Wir müssen das Zeug nach dem Boden reinbringen, ganz klar. Und dann ist das auch weg. Ja, wie gesagt, die Maschinen sind wieder alle aufgeräumt. Radlader ist gewaschen, wie man sieht. Die Schaufel habe ich gründlich geputzt. Und ja. Der Häcksler steht noch hier drüben, bei uns auf die Wiese unten, auf meiner Wiese, da hat einer Holz abgeladen und keiner weiß so genau, wem es gehört. Und jetzt haben wir gesagt, naja gut, wenn das auf unserer Wiesen liegt und er schmeißt da einer sein Reisig und seiner Hölzler und das Zeug noch, dann hat er jetzt Pech gehabt, das ist Privatgrund, das gehört uns die Wiesen. Jetzt haben wir gesagt, wir häckseln das einmal weg. Keine Ahnung, ob ich ein Video davon machen kann oder nicht, das will der Vater selber machen. Ich weiß auch nicht, wann es geplant hat, das Häckseln. Also Versprechen durch da mal nichts. Es wird definitiv einmal ein Häcksle-Video geben, aber ob das jetzt demnächst dann gleich mitkommt oder ob das noch ein wenig dauert, ich verspreche da mal lieber nichts. Weil ich arbeite heute wieder bis abends um 8 und der kommt um 4 normalerweise oder halb 5 heim. Kann sein, dass er eher kommt und häckselt heute schon weg oder was. Weiß ich nicht. Was noch anders angelegen war, wir haben gestern die Reifen noch vom Bulldog montiert, also die Kramerreifen. Die Felgen sind ja lackiert worden und die stehen jetzt hier drüben. Ja, und das sind die guten Stücke. Original RAL 3002 Carmin Rot. Das sind jetzt, wie gesagt, die alten Vorderreifen vom IHC. Alt ist relativ, die waren ja erst ein Jahr alt. Aber nachdem wir jetzt komplett neue gekriegt haben, da waren die über. Und ja, die kommen jetzt dann da drauf. Der Sachverständige hat gesagt, nee, austauschen. Der war ja da und hat gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Und ja, da hat er aber gesagt, die sollen wir nicht wegschmeißen. Aber der Reifenhändler drin hat gesagt, nur zum Wegschmeißen, eigentlich zu schade. Hebt sie auf, vielleicht könnt ihr sie wo verwenden. Und jetzt 12,424. Da stehen sie, wie gesagt, passt ganz gut, finde ich, schaut nicht schlecht aus. Und die vorderen sind auch schon aufgezogen, die stehen hier drüben. Ja, also theoretisch könnten wir die jetzt draufstecken und dann wäre schon rollfähig. Am Motor geht es leider aktuell nicht weiter, da ist jemand drin krank geworden in der Firma. Schleift keiner weiter, fehlt da die Zeit. Ist natürlich jetzt blöd, aber es ist halt einfach so, wie es ist. Irgendwann geht es da schon weiter. Ich weiß nicht, wenn er mal Zeit hatte vorher oder was, vielleicht lackiere noch die Motorhaube oder die Kotflügel müssen noch angepasst werden mit dem Überrollbügel und die Lenkung gehört noch überarbeitet. Ich weiß nicht, ob er dazukommt, wann er dazukommt oder so, aber das wird man sehen. Ja, 19. September, was ich eigentlich gehofft habe, wird nichts. Schön wäre es, wenn ich es bis zum Ende des Monats noch schaffe, aber das ist jetzt ungewiss. Wie gesagt, die Lenkung hat mich sowieso zurückgeschmissen und ja, wenn da innen am Motor nichts weitergeht, ohne Motor kann ich den restlichen Bulldog nicht lackieren. Also da hängt jetzt alles dran. Ist halt leider so, schade. Klar, mir wäre es lieber gewesen, besser gestern als heute, dass er fertig wäre, aber auf die paar Tage hin und her kommt es jetzt da nicht mehr an.
Ich denke mal, Oktober, vielleicht also spätestens Mitte Oktober oder sowas könnte dann fertig sein. Das wäre mir ganz recht. Dann könnte ich auch endlich mit meiner Ausmisterei mit dem Schlepper wieder arbeiten. Würde mir ganz gut passen. Aber das lasse ich jetzt mal offen stehen. Wann und wie, das genaue Datum. Ja, das hat sich halt jetzt ein wenig verschoben. Aber das werden wir überleben. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das wird es für dieses Video jetzt gewesen sein. Ist recht umfangreich geworden, denke ich einmal. Ich werde noch einiges schneiden müssen. Ja, Donnerstag, ich komme heute um 8 Uhr heim, das heißt wieder Nachtschicht, dass ich das Video fertig bringe, dass das dann morgen pünktlich um 16 Uhr zu sehen kriegt. Also, wenn das jetzt guckt, dann hat es ja funktioniert. Ja, und in diesem Sinne würde ich jetzt sagen, allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Mal gucken, vielleicht gibt es nächste Woche schon einen neuen Bericht. Vielleicht habe ich bis dahin schon die Schweine. Vielleicht auch nicht, wird man sehen. Das Soundgerät muss ich noch anbringen. Und was so kommt, seht ihr ja dann. Bis dahin, bis die Tage. Servus.